Hallo Leute, ja, hier sind wir wieder. Backup eingespielt. Das Backup war jetzt, ja, gerade wo wir angefangen haben, umbauen, also die Sachen hier hin zu manövrieren. Aber ja, es funktioniert nicht. Ich kann den Mod auch nicht updaten, denn wenn ich ihn update, muss ich Refine Storage updaten und Refine Storage kann ich nicht updaten, weil dann andere Mods wieder nicht funktionieren. Deswegen müssen wir den vorerst mal hier kaputt schlagen. Nein, das dürfen wir nicht. Wir müssen erstmal die Sachen rausnehmen. Die ganzen Sachen dort hinten rein klatschen irgendwo. In gewissen Abteilen hier. Gucken, wo noch frei ist. Da dann rein tun. Und da müssen wir halt mehr Kraft abbauen. Bringt halt nichts. Es geht so nicht, wie ich mir gedacht habe. Leider. Der Mod funktioniert noch nicht so ordentlich. So, das heißt, wir schlagen den jetzt mal kaputt. Damit da kein Multiblock mehr ist. Und hier oben die Connection weg. Damit er nicht mehr auf die Idee kommt, er müsste was craften. So. Das ist mal vorerst die Maßnahme, die wir machen müssen, damit es einigermaßen funktioniert. Dann werden wir uns halt ein paar Crafter craften und halt das so die altmodische Version ausbauen. Haben wir Crafter automatisiert? Natürlich nicht. Aber hier mal Crafter. So. Also. Crafter können wir hier. Wenn wir das mit umstellen. So. So, und dann haben wir noch Pattern. Das ist halt jetzt ein bisschen alles zurückgesetzt. Wie gesagt, das umschlichten ist alles weg, aber ist auch kein Problem. Und ja, dann haben wir in der letzten Folge noch mit diesem Advanced Inventory Manager ein bisschen rumgespielt. Da habe ich euch gezeigt, wie ich Mods lerne. Ich teste die einfach ein bisschen rum und spiele rum und mache einfach mal irgendwas. Und es funktioniert schlussendlich eh dann. Man versteht es eh. Also jetzt mal den gröbsten Teil, muss man dazu sagen. Ich habe jetzt nichts Genaues verstanden, gar nichts. Ich weiß jetzt nur eigentlich, wie wir uns selber was zu fressen geben können. Mehr weiß ich eigentlich auch nicht. Aber, wie gesagt, es ist trotzdem schon ein guter, naja, nicht Anreiz, aber ein guter Effekt, dass man das so selbst lernt. Weil einfach nur Tutorials anschauen und dann nachbauen, finde ich nicht so interessant. Natürlich dann für Feinheiten schon, aber für das jetzt nicht. Ich brauche da jetzt ein Hopper zum Testen. So, dat. Denn ich möchte hier mal den hier hin und den hier hin und da mal irgendein Pattern. Wir können gleich mal ein Pattern für Hopper machen, weil wir haben eh keins. Und gucken, wenn ich das Pattern hier reinlege, ob das automatisch in Kraft ergeht. Perfekt. So wollte ich das haben. Dann können wir das so auch automatisieren, ist auch kein Problem. Crafter. Crafter. 10 Stück. Perfekt. Jetzt wollen wir gucken, wie machen wir das? Machen wir die Wand jetzt oben unten auf und setzen überall Crafter rein? Ja. Wird uns vorerst mal fürs Erste nichts anderes überbleiben. Überall Crafter reinsetzen. Damit wir einfach genügend Luft haben nach oben. So. Ja, wobei, ich bin gerade überlegen, ob ich das jetzt wirklich so tun soll oder machen sollte, wie ich mir vorgestellt habe. Naja, auf einer Seite hätte ich das schon gerne so. Auf der anderen Seite können wir ja die Rezepte einfach hier manuell reinlegen. Nee. Warte, wir haben jetzt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ein Hammer, das heißt, wir brauchen noch 8 Krafter. Gibst du mir noch mal 8 Stück, dann haben wir die ganze Wand voll. In der Zwischenzeit können wir dann auch noch die andere Sache machen. Und zwar wollte ich jetzt Conduits. Eigentlich wollte ich die Folge ganz was anders machen, aber dadurch, dass das ja jetzt ein Problem war mit den Dings. Den einen Mod jetzt, komme ich hier eigentlich irgendwie rein? Nein. Von der anderen Seite. Jetzt komme ich rein. So, du kannst hier weg. Und hier würde ich dann das so machen.
Und hier unten natürlich auch. Hier unten kommen dann auch noch Krafter. Hier verbinden. Du kannst hier weg. Da alles Input und dann mit einem Export-Pass oder mit einem Storage-Pass einfach hier reinklatschen. Das werden wir schon machen. So, du kommst hier auch weg, alles. Machen wir eine große Wand von Kraftern. Zwar nicht das, was ich gerne haben wollte, aber es muss jetzt mal ein bisschen was gemacht werden. Wir müssen ja jetzt mal die Fehler beheben, die wir hatten. Mal gucken, was schon fertig ist. Mit meinen 10 Stück, 8 Stück hat er schon. 9 Stück, passt schon. Ich brauche nur 8 Stück. Da haben wir 9 Stück. So, die dann alle wieder schön hier hingedreht. Sieht zwar eine brutale Wand, aber ist halt so. Dann bräuchte ich ein Conduit Probe. Ich weiß, dass ich keins mehr habe, aber ich weiß, dass hier eins drin sein müsste. Oder auch nicht. Doch, ist eins. Ja, yeah. Wusste ich doch. So, weil irgendwie das alles ein bisschen schneller hier hinten. So, dann kann ich bei denen sagen, Insert so. Hier kopieren und hier einfügen, sozusagen. Dann tut er das automatisch umstellen. So, da. Und da kann er ja auch machen, ist egal. Weil hier irgendwo sind ja noch ein paar frei, gell? Das heißt, wir können hier zwei Rezepte hier noch reintun. Hier, hier. Und ich glaube, vorne sind auch noch welche frei, oder? Hier ist noch einer frei. Das heißt, da haben wir zweimal Golden Nuggets, oder was? Ja, okay, das brauchen wir nicht. Komm her. Zweimal Golden Nuggets brauchen wir nicht. Das haben wir schon einmal. Das heißt, hier haben wir noch einen frei. Können wir noch einen holen. Den stopfen wir hier vorne rein. Hier. Dann sind die alle voll. Dann brauche ich die mal nicht anschließen. Weil die ja eh alle voll sind. Es geht ja dann nur um die leeren. Dann machen wir hier eine Kiste. Dran. Besten. Kurz überlegen. Hier dran. Und sagen bei der Kiste, du. Ignorieren. Do extract always active round robin. Das heißt, er würde in jeden einen reinlegen. Das heißt, wir haben mehrere Krafter, die dann kraften. Sollte rein theoretisch schneller gehen, weil ja andere Krafter kraften. Könnte ich mir mal vorstellen. Ich weiß es selbst nicht genau, aber. So, dann hier so. Ja, das heißt, den könnten wir mal wegtun. Dann sieht es ein bisschen besser aus. Nee, sieht nicht besser aus. Okay, dann machen wir das. Dann legen wir den ein bisschen anders. Dann legen wir ihn halt hier hin. Und da eine Pipeline hier dran. So, sieht dann besser aus. Und hier müsste man sagen, hier kommt rein Pattern. Als Filter Pattern. Priorität 100 und. Ja, das dürfen wir auch nicht sagen. Also, wenn wir alle Pattern reinschmeißen, dann würde alle Pattern reinklatschen. Ja, ist so. Müssen wir halt ein bisschen aufpassen. Er soll das ignorieren. Das ignorieren und das. Wartet mal. Insert only. Eigentlich ja, oder? Naja, wir können Insert and Extract. Dann sehen wir beides. Sehen wir, falls hier Items, Dinger drin sind, die nicht da reingehören. Zum Beispiel das. Wobei, das sehen wir dann halt auch nicht. Na egal, wir werden schon mal gucken. So, und wenn ich jetzt dann zum Beispiel rein theoretisch den hier reinklatsche, müsste der irgendwo ins System landen. Keine Ahnung wo, aber er landet irgendwo da oben, ist er gelandet. Im nächsten. Okay. Gut, das heißt, das System läuft jetzt. Dann können wir Crafting-Rezepte ohne Probleme machen und ins System reinwerfen. Können wir schlafen? Das mit den Singularities habe ich ja euch schon gesagt, glaube ich. Ja, das habe ich euch schon gesagt. Ich hoffe, das ist jetzt noch durch den Update nicht kaputt gegangen. Nochmal sicherheitshalber nachschauen. Ne, passt, ist noch alles da. Wunderbar. Dann können wir hier mal ein bisschen die Sachen wieder leeren. Du kannst dann hier rein, du da weg, das. Conduit Probe können wir uns mal. Ah, wir haben es. Okay.
Hat sich erledigt. Ich dachte, wir haben keins, weil wir irgendwann mal haben gesucht und nicht gefunden. Stein können wir hinten auch wieder hin tun, damit der Zugang zu ist hier. So. Brutale Wand, aber muss das sein, wir brauchen Platz. Bis der Mod wieder funktioniert, dann können wir ja den anderen Mod nützen. Solange er nicht funktioniert, muss ich mal damit leben, dass es nur so geht. Gut. Dann schauen wir mal weiter. Was haben wir noch? Wir könnten jetzt. Bin ich ein bisschen aus dem Dings, Konzept, weil ich nebenbei gerade Nachrichten gelesen habe. Wir könnten mal gucken gehen, was unser Miner hier unten schon gemacht hat. Ich muss jetzt hier überall Fackeln machen, weil ich ja die Lampen wegmachen musste, weil ja sonst oben in der Mobfarm nicht spawnt. Also hier kriegen wir Erodium, das brauchen wir. Literit können wir herstellen, aber Erodium brauchen wir. Das brauchen wir dann für die Erodiumblöcke, um dann zum Beispiel den Tier 2 zu machen. Oder die Linse, also die Lens. Da müssen wir uns halt überlegen, was machen wir, Tier 2 oder die Lens. Bis jetzt hat er erst 5 gefunden, also es reicht nicht mal für einen Block. Wir brauchen, ich glaube, mindestens 6 Blöcke. Oder hier auch 6 Blöcke. Also es kann sich nur noch um Jahrzehnte handeln. Arbeitet der überhaupt noch? Woran sieht man das, ob der was macht oder nicht? Das weiß kein Mensch. So, was hat der so gefunden? Wir haben Mika mittlerweile. Okay, also das, was wir haben wollten, haben wir. Pink Absolut. Alter, was findet denn der da alles Mögliche für ein Zeug, ey? Braucht doch kein Mensch sowas. Ja, okay, wir können es verheizen. Das ist schon mal viel wert. Können Strom daraus generieren, aber mehr auch nicht. So, das haben wir. Was ist denn das? Lumendidat. Ich kann ja nicht mal aussprechen, ey. Wir haben Mika. Mit Mika können wir dann schon ein paar Sachen machen. Und zwar konnten wir mit Mika ja. Mal hier mal gucken. Mika war ja. Mika schaut fast gleich aus wie alles andere. Das habe ich gebraucht für ein Nano-Beacon. Der müsste dann hier sein. Heißt, hier müsste ein Mika rein. Dann haben wir den Ranged Nano-Beacon. Und den könnten wir dann weiterkraften mit Personal wäre Lithium. Was ist da der Unterschied? Personal Tier 2, also wir brauchen Tier 1. Das heißt, Lithiumblöcke brauchen wir 6 Stück. Können wir das kraften? Es fehlt Flint und Dings. Also Flint. Flint geht ja einfach kraften. Und wir brauchen Kaktus. Kaktusgrün brauchen wir auch noch. Na komm, falsch. Komm. Ist halt immer so, wenn man die Tasten hat. Können wir so kraften. Ist auch egal, aus Gelb. Dann können wir Lithiumblöcke kraften. 6 Stück bitte. Genau. Mach das mal auf die Schnelle bitte. 3. So. Was brauchen wir dann noch? Wir brauchen 0 Modifier. Den können wir kraften. Was? Warte mal, warte mal, warte mal. Wir brauchen hierfür das. Hierfür brauchen wir Bricks. Paver, Bricks. Bricks sind aus 4. 4 kriegen 4, okay. Das wäre dann egal. Das heißt, wir bräuchten noch nichts mehr eigentlich. Wir kriegen aus 4 4 raus. Und daraus können wir ja dann den Nano-Beacon bauen. Nee, den da. Oder nee, hä? Jetzt können wir nichts mehr aus. So, den brauchen wir dann unten noch Interconnect-Blöcke. Interconnect-Blöcke, 2 Stück. Genau. Dann den in der Mitte. Und das und das. Kriegen wir den Personal Nano-Beacon raus. Perfekt. Den plus die Sachen. Den werden wir aber dann erst nächste Folge wahrscheinlich aufbauen. Wir bereiten jetzt mal vor. Und dann nächste Folge bauen wir das mal auf. Dann seht ihr, was der macht. Personal. Nano-Picken, genau.
Wir brauchen noch vier Modifier. Und da können wir jede Menge reintun. Wir könnten Creative Fly reintun. Das haben wir, ich glaube, sogar extra schon mal. Creative Fly Modifier. Ich glaube, da haben wir extra diese Elytra gesammelt. Indion. Okay, das kriegen wir erst aus Tier 4. Gut, das geht da nicht. Dann Speed Modifier. Der sollte gehen. Da brauchen wir ein Dings. Das sollten wir eigentlich unten haben. Was wird hier? Ein Null-Modifier. Okay. Das heißt, wir brauchen immer Null-Modifier. Null haben wir nicht. Der braucht dann ein Interconnect-Block. Machen wir mal 10 Stück. Dann können wir mal runtergehen und so einen anderen Block, anderen holen. Zwar davon welche. Wir nehmen einfach mal alle mit. Ist egal. Kommt zu. Nein, das war eins zu hoch. Ich musste hier hin. Speed Modifier. Da brauchen wir das, den Crystal. Oh, haben wir auch nicht. Der kommt aus dem Ore Miner. Okay, das heißt, wir haben gar keine Modifier momentan. Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Können gar keine Modifiers machen. Und ohne Modifier bringt er mir halt auch nichts. Das ist natürlich auch klar. Klatscht man erstmal hier rein. Was haben wir noch an Modifiers? Haste, Fly ist klar. Dann können wir fliegen. Kreativ fliegen. Nee. Haste, Wing, Jump. Das Regen. Regeneration. Ist vielleicht auch interessant. Night Vision, Saturation. Saturation. Das wäre dann halt die Alternative zum anderen. Situation Modifier. Da brauchen wir wieder so einen Long-Dingsbums. Hä? Kriegen wir den jetzt irgendwann mal? Haben wir den vielleicht schon? Können wir mal gucken gehen. Auf der Seite müsste er drin sein, gell? Falsch hier. Natürlich nicht. Vielleicht ist ein ganzer Block? Nee. Was bräuchte man dafür für eine Linse? Jetzt oben, da ist er. Da. Den kriegen wir, indem wir eine Black-Linse verwenden. Hier dann ab, Black-Linse. Also da haben wir ja eine weiße Linse jetzt. Und dann brauchen wir eine Black-Linse. Wie schreibt man das? Was wollte ich jetzt? Eine Black Lens. Eine dunkle Linse. Black Lens. Die hat kein Rezept. Die hat aber ein Rezept. Gut, das heißt, wir brauchen eine normale Linse. Und die einfach mit Schwarz eingefärbt und fertig. Kriegst du eine schwarze Linse. Dann hoffen wir, in der nächsten Folge haben wir dann schon was. War das jetzt Ressourcenminer, oder? Ja. So. Zack. Guti, dann haben wir das mal geschafft. Dann haben wir hier Main. Gut, dann würde ich sagen, war's das für die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss, Leute. Bis dann.